Ich bin jetzt mit Elke K. in Graz verbunden. Frau K., eine Kommunistin als beste Bürgermeisterin der Welt, eine besondere Ehre. Gratuliere. Danke vielmals. Wie kommt das? Wie interpretieren Sie diese Wahl? Wie das kommt, es ist einfach letztes Jahr ein Mail an uns ergangen, an meinen Kollegen, an Magister Fuchs, wo die Mitteilung war, dass ich eine von vielen war, die für so eine Ehrung vorgesehen waren. Und das hat Prozedere, das ist jetzt über ein halbes Jahr gelaufen. Und das sind ja nicht alle Bürgermeister der ganzen Welt gewesen, sondern das waren, ich glaube, so circa 30. Und unter diesen 30, die genannt waren, ist jetzt diese Auszeichnung an uns ergangen. Und letztendlich ist das eine Auszeichnung auch für unsere Stadt Graz, weil so haben wir einen Bekanntheitsgrad in unserer Stadt, den wir vielleicht vorher nicht gehabt hätten. Aber das ehrt an, aber man darf da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Das ist, wie gesagt, es gibt hunderte großartige Kommunalpolitiker, die vielleicht gar nicht gesehen worden sind. Ja gut, aber jetzt sind Sie Weltmeisterin. Als Begründung hat die Foundation Ihren selbstlosen Einsatz für Ihre Stadt und die Bürger genannt, Ihre Entscheidung. Einen großen Teil Ihres Gehalts mit bedürftigen Menschen zu teilen, hat weltweit Bewunderung hervorgerufen. Wie viel spenden Sie eigentlich Monat für Monat? Das hängt davon ab, in welcher Funktion ich gerade bin. Ich war ja von 2005 bis 2021 Stadträtin in Graz. Da habe ich über 6.300 Euro netto verdient monatlich. Und davon habe ich mir 2.000 Euro behalten. Jetzt als Bürgermeisterin bekomme ich über 9.000 Euro netto, also 9.100 Euro netto. Und davon behalte ich mir 2.100. Und die Differenz geht Monat an Monat für Berufstätige und Menschen, die Situation erfahren, wo sie anfallende Kosten alleine nicht bewältigen. Ja, aber was ist trotzdem zusätzlich zu den Spenden das Besondere an Ihrer Politik? Was hat sich in Graz verändert, seit Sie Bürgermeisterin sind? Ich bin ja schon sehr lang in der Kommunalpolitik, schon seit 1993, und seit jeher habe ich gemeinsam mit meinen Mitstreitern immer dafür gesorgt, dass die arbeitenden Menschen gesehen werden und dass Leute, die kein Lobby haben, Verbesserungen erfahren. Und deshalb waren wir immer bemüht, den kommunalen Wohnbau voranzutreiben. Da ist uns viel gelungen in der Vergangenheit, über 1.000 neue Gemeindewohnungen. Wir haben in der Periode schon über 300 umgesetzt wieder, schöne neue Wohnungen. Und auch weitere 280 Wohnungen sind gerade in Planung. Wir haben den Substandard beendet in unserer Stadt. Wir haben einen Kautionsfonds eingeführt. Die Mietzinszuzahlung ist eine freiwillige Leistung der Stadt Graz. Wir haben eine Sozialcard. Wir haben ein Grazer Pflegemodell. Das hat mein Stadtratskollege Robert Grotzer eingeführt vor einigen Jahren, wonach kein älterer Mensch mehr seine Wohnung verlassen muss, weil er sich die Pflegekosten nicht mehr leisten kann. Das heißt, er muss aus der Mindestpension heraus keine Leistungen für Hilfsangebote zahlen. Wir haben den öffentlichen Verkehr ausgebaut. Wir haben jetzt gerade viele, viele Maßnahmen sind es, aber die sind in erster Linie immer Projekte, die der Allgemeinheit dienen, die keine Luftschlösser sind, sondern zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören. Gibt es auch viele kritische Stimmen gegen Sie? Lokale sperren zu, die Wirtschaft, sagen Sie, funktioniere nicht so, wie man es sich wünschen sollte. Was sagen Sie eigentlich Ihren Kritikern? Es sperren die Wirtshäuser nicht zu, weil die Koalition in Graz schlechte Arbeit macht, sondern das hat ganz andere Hintergründe, wie Sie wissen. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, wird es auch so sehen. Das ist halt, das liegt in der Natur der Sache und das ist auch legitim in der Demokratie, dass Oppositionspolitiker die Sachen halt anders sehen. Ja, sonst gäbe es ja eh nur eine Einheitspartei, aber das ist ja der Grund, dass es gibt verschiedene Parteien, deren Schwerpunktsetzungen andere sind.
Aber wir haben sehr viel übrig für die Wirtschaft, ganz im Gegenteil. Wir fördern sie gut und wir, gerade der Zuspruch auch meiner Bewegung gegenüber, gerade von kleinen Gewerbetreibenden, ist gar kein geringer. Viele meinen auch, dass die Jury komplett ihr ideologisches Korsett ausgeblendet hat. Ich meine, Sie sind Kommunistin, Sie haben eine gewisse Putin-Nähe, pro-Palästina und dann keine israelische Flagge am Grazer Rathaus. Wie gehen Sie mit diesen Stimmen um und was ist davon richtig? Gar nichts ist da richtig, weil erstens einmal hat die KPÖ keine Putin-Nähe. Das ist ein völliger Unsinn. Ganz im Gegenteil, der Putin ist so weit weg wie der Mars oder der Mond von unserer Weltanschauung. Das ist, hat nichts mit einem fortschrittlichen Sozialismus zu tun. Und wir lehnen auch den Überfall Putins auf die Ukraine zutiefst ab. Das ist überhaupt kein Thema nie gewesen. Und was den Nahosten betrifft, das ist grauenvoll und fürchterlich. Das haben wir genauso eindeutig abgelehnt, diese fürchterlichen Gräueltaten der Hamas gegenüber der Zivilbevölkerung. Aber umgekehrt ist es natürlich auch ein großes Leid, was derzeit auch die Bevölkerung in Palästina erfährt. Die Zivilbevölkerung dort kann ja nichts dafür, dass es solche Schlechter wie die Hamas gibt. Ja. Die leiden ja selber jetzt sehr. Und dieses Mitgefühl, denke ich, ist legitim, dass man das hat für beide Seiten. Weil die Menschen in einem Land können nichts dafür, für ihre Gott Obersten der Politik betreiben, die nicht für die Mehrheit der Bevölkerung ist. Das heißt in weiterer Folge, dass Sie finden, dass Österreichs Außenpolitik da zu einseitig ist? Sie ist nicht einseitig, wenn es darum geht, diese Gräueltaten gegenüber der Zivilbevölkerung zu verurteilen. Sie ist nicht einseitig, wenn es darum geht, dass Antisemitismus in unserem Land keinen Platz haben darf. Wer, wenn nicht unsere Bewegung, die KPÖ, unterstreicht es 1000 Mal, nicht erst jetzt, sondern seit Jahrzehnten. Wir waren immer dafür, dass man die antifaschistische Bewegung und die Leute, die gegen die Nazis Widerstand geleistet haben, ins Zentrum gerückt werden und nicht verschwiegen wird. Und insofern ist diese Einseitigkeit nicht gegeben. Sie ist aber dann einseitig, wenn man sagt, die Regierung von Netanyahu ist super, weil die ist nicht super, weil die hat auch gegenüber der eigenen Bevölkerung auch sehr viele negative Seiten zu verantworten. Doch zurück in die Steiermark. Die Steiermark ist im Wahlkampf. Die FPÖ liegt vorne. Was halten Sie eigentlich von Herrn Konasek, den Spitzenkandidaten der Freiheitlichen in der Steiermark? Persönlich möchte ich das gar nicht kommentieren, weil für mich, ich trenne das einfach. Das eine ist die politischen Inhalte, die wer vertritt, und das andere ist der Mensch selbst. Persönlich, menschlich kann ich gar nichts Negatives sagen, weil ich ihn zu wenig kenne. Aber politisch vertritt er auch Positionen, die ich nicht teile. Ja, die Kommunisten könnten bei der Landtagswahl in der Steiermark ihr Ergebnis verdoppeln. Jetzt liegt man bei 6%. Umfragen sagen, man könnte 12, sogar 14% erreichen. Was sagen Sie dazu? Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir da nicht sehr viel herumspekulieren. Wir, egal, welche, ob Wahlen anstehen oder nicht, wir versuchen jeden Tag für die Leute da zu sein. Die Inhalte, wo wir der Meinung sind, dass sie Verbesserungen für die arbeitende Bevölkerung bringen, versuchen wir Mehrheiten dafür zu gewinnen. Wenn wir es in den Parlamenten nicht schaffen, versuchen wir oft im Bündnis mit der Bevölkerung die voranzutreiben. Und insofern werden wir einfach am Tag der Wahl sehen, ob das honoriert wird oder nicht. Ja, dass Sie Grazer Bürgermeisterin geworden sind, war damals eine Sensation. Jetzt sind Sie Weltmeisterin. Wir haben ein Wahljahr 2024. Ist es denkbar, dass Sie auch österreichweit kandidieren könnten? Beziehungsweise, wie schätzen Sie es ein, wie könnten die Kommunisten österreichweit realisieren? Ich bin zutiefst davon überzeugt, sonst wäre ich nicht fast 40 Jahre in dieser Bewegung,
dass es eine Partei wie die KPÖ mit ihren Vertreterinnen braucht, weil wir uneigennützig agieren, weil wir parteilich sind für die Menschen, die es nicht so leicht haben, weil wir die Themen, die wir immer schon stehen, mehr denn je Veränderungen da braucht, sei es beim Wohnen, sei es in der Pflege, sei es in Gesundheit, in der Bildung. Und da wäre natürlich eine Vertretung gut und eine kritische Stimme im Parlament gut, wenn es die gäbe. Wir machen uns aber, die Chancen stehen jetzt besser als wie in den vergangenen Wahlen. Ob wir diese Chance haben, das wird man sehen. Ich wäre und auch meine Kollegen und Kolleginnen in Graz und in der Steiermark werden alles dazu tun, um gut mitzuhelfen. Ich werde persönlich unsere Spitzenkandidaten unterstützen, wo ich nur kann. Und dann wird man sehen, ob diese Vorstellungen und Überlegungen, die wir meinen, dass sie für Österreich und für die Menschen da gut sind, ob das dann auch bestätigt wird. Ich werde mitkandidieren, aber irgendwo ganz an der hinteren Stelle. Das ist eher aber als Zeichen zu sehen, dass ich hundertprozentig hinter den Anliegen unserer Spitzenkandidaten von Tobias Schweiger stehe. Ja, viele sagen, die Politik, die Sie betreiben, ist eher eine NGO-Arbeit als reale Politik. Wie gehen Sie mit derartigen Aussagen um? Für mich ist immer entscheidend, was die Menschen sagen, denen sind wir verpflichtet, die uns wählen. Und was jetzt politische Mitbewerber oder Medienvertreter sagen, das nehmen wir so zur Kenntnis, aber das ist nicht entscheidend. Wenn das eine NGO-Arbeit, wenn die meinen, wenn man täglich für die Leute da ist, wenn man ihnen zuhört, wenn man mithilft, ihre Probleme zu lösen, wenn das NGO-Arbeit ist, dann soll das so heißen. Also für mich ist das was ganz Normales und für meine Kollegen, das ist der Grund, warum wir uns engagiert haben, warum wir bei Wahlen antreten. Wir haben nichts davon, nur vor Wahlen irgendwelche Forderungen zu stellen. Man muss immer, jeden Tag präsent sein, bei den Leuten sein und auch ganz konkret für sie da sein. Und man muss sie gern haben und auch immer alle sehen. Also nicht nur für bestimmte Gruppen da zu sein. Also bei uns kann jeder kommen, wurscht, ob das jetzt ein Geschäftsmann ist, ob das ein Pensionist ist, ob von wo der Mensch kommt, ist egal. Wir fragen auch keinen, was er für Gesinnung hat. Wenn er ein Anliegen und ein Problem hat, dann greifen wir das auf. Wenn wir es gleich lösen können, dann wird das gleich gemacht. Ist es etwas, was wir nur politisch lösen können, dann bringen wir dieses Anliegen ins Stadtparlament ein. Verstehen Sie, dass viele Leute ein Problem haben damit, Sie als Kommunistin, als erfolgreiche Politikerin zu bewerten? Natürlich, das wäre ja vermessen, zu sagen, und man darf ja auch nicht so überheblich sein. Wir haben in Graz, sind wir zwar stärkste Partei geworden, aber man muss sehen, von den Menschen, die zur Wahl gegangen sind, haben knapp 29% die KPÖ gewählt. Das ist ja nicht 100%. Das heißt, alle anderen haben eine andere Meinung oder haben eine andere Haltung. Und insofern ist es ja ganz klar, dass es Menschen gibt, die nicht alles so teilen, wie wir es sehen oder wie man das persönlich sieht. Das ist in einer Demokratie so und es ist auch nichts Verwerfliches. Aber noch einmal, als Bürgermeisterin und als Partei, die jetzt Gesamtverantwortung für unsere ganze Stadt hat, sehen wir auch alle. Wir setzen die Schwerpunkte für die Menschen, die es besonders schwer haben. Das ist klar, da haben wir auch nie ein Geheimnis gemacht. Aber das heißt nicht, dass uns Sorgen und Anliegen jetzt von Leuten, die es vielleicht sehr gut geht und die aber ein Problem haben in ihrem Umfeld, weil der öffentliche Verkehr nicht so funktioniert. Also wir sind für jeden da. Wir fragen ja nicht, was einer gewählt hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man die Leute nicht in Schubladen steckt und nur weil der so denkt, deswegen tue ich jetzt für den nichts. Das ist ja oft in der Politik so und das können Sie jederzeit auch in Graz die Leute fragen. Die werden Ihnen das bestätigen. Und wir haben
persönlich, was die Integrität betrifft und unsere Arbeit, von vielen Leuten auch einen Zuspruch und die erkennen das auch an, auch wenn sie uns nicht gewählt haben. Ja, in Graz haben Sie eine grüne Partnerin in der Stadtregierung. Ja. Wie funktioniert eigentlich diese Zusammenarbeit KPÖ mit Grün und ist es denkbar? Ja. Ist es denkbar, dass man das auch auf Bundesebene fortsetzen könnte? Sollte man einen Erfolg bundesweit haben? Das ist viel zu glas. Also sowas habe ich mein Leben nie dokumentiert, da müssen Sie mir verzeihen, weil es muss zuerst einmal die Wahl stattfinden, dann wird man sehen, wie überhaupt die Ergebnisse sind. Also ich glaube nicht, dass es angemessen ist, dass wir als sehr kleine Partei und wo wir überhaupt erst schauen müssen, dass wir, ob wir das überhaupt schaffen, da solche Spekulationen anzustellen. Aber auf Graz bezogen kann ich es Ihnen sehr genau und gut sagen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Grünen und der Sozialdemokratie. Wir sind in einer Dreierkoalition. Das ist von Aufrichtigkeit zueinander getragen. Es gibt da nichts, was wir nicht ansprechen, wenn es einen Punkt gibt, wo der eine oder die andere Sachen hinterfragt, dann klären wir das in unseren wöchentlichen Schulfix. Und was das Schöne ist eigentlich, dass das Vertrauen zueinander wirklich von Monat zu Monat gewachsen ist. Wir haben uns ja am Beginn auch noch nicht so gut gekannt, auch persönlich nicht. Und das Schöne ist, dass dieses Zusammenarbeiten wirklich Monat für Monat gewachsen ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass so eine Zusammenarbeit auf vielen Ebenen so läuft, weil anders kann es gar nicht gehen. Wir sind jetzt für 5 Jahre gewählt worden und wir müssen einfach Punkt für Punkt das abarbeiten, für das wir angetreten sind und Ergebnisse einfach liefern. Auf das kommt es drauf an. Sagen Sie, was ist für Sie eigentlich Kommunismus in der jetzigen Form? Eine menschliche Politik zu machen, nicht arrogant gegenüber Leuten aufzutreten, niemanden auszugrenzen, das halte ich für etwas ganz Wichtiges, gerade in Zeiten, wo die Leute sehr, sehr verunsichert sind, wo wirklich es nicht leicht ist, alles zu begreifen, was uns rund um uns passiert. Das ist wirklich schwer für viele und ich mache mir selber oft große Sorgen, wohin das alles gehen wird. Also diese unaufgeregte Politik zu machen, wo man jeden Menschen sieht, dass man alles dafür tut, dass der Zusammenhalt dort, wo man lebt und arbeitet, gewahrt bleibt. Und das fängt in Siedlungen, in Nachbarschaften an, endet auch beim interreligiösen Dialog, für die sie verantwortlich sein darf, das in Graz sehr gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel heuer am Tag der Religionen, weil es uns wichtig ist, dass keine sich über andere erhebt und dass man, wenn man für Frieden, für eine gewaltlose Gesellschaft, für soziale Gerechtigkeit eintritt, dann hat man auf kommunaler Ebene hunderte von Bündnispartnern, die alle zu sehen und zusammenzuführen, das ist ein ganz wesentliches Element sozialer und fortschrittlicher Politik. Steht Kommunismus auch für Unfreiheit, für Verbrechen, für Verstöße gegen Menschenrechte? Können Sie das komplett ausblenden? Sie haben vollkommen recht, dass im Namen des Kommunismus sind in der Geschichte Verbrechen passiert. Und das ist ja nur der Beweis dafür, dass die beste Weltanschauung und die besten Ideen nichts helfen, wenn die Menschen, die diese Idee vertreten, nicht danach handeln. Das gilt für jede Weltanschauung. Und das ist das Grundübel. Und deshalb muss man schauen, dass wenn man in einer Partei ist, dass es zu diesen Egoismen, dass es niemals darum geht, dass man demokratische Spielregeln nicht akzeptiert, dass man eben für das, was man steht, dass die arbeitenden Menschen ein gutes Zuhause und ein gutes Leben finden, verteidigt und sich dafür einsetzt, aber nicht unter Aushebelung demokratischer Mittel. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview und dieses Gespräch und noch einmal gratuliere an die Bürgermeisterin, die Weltbürgermeisterin des Jahres 2023 nach Graz. Alles Gute. Ihnen auch. Danke für das Gespräch und somit ist ja fast jeder Grazer auch Weltgrazer. Ist ja ein Titel für uns alle. Dankeschön.
Danke auch.